Hey Leute, willkommen zurück zu World of Warplanes. Das Feiertagsmanöver ist gestartet. Ich weiß gar nicht, ob es das letztes Jahr gab. Gab es sowas schon mal? Ich weiß es nicht. Ich habe mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut, weil das ist schon cool. Auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Abwechslung. Und wir gucken da jetzt einfach mal rein, was das genau ist. Und zwar, man sammelt Bonbons und schreitet dann quasi hier sofort, bekommt Belohnung und so weiter und so fort. Und das ist Premium-Zeit, das ist Gold, das sind Credits, das sind hier unten ist das auch schon mal ein Flieger, das können dann auch Teile sein und Kisten und hast du nicht gesehen. Marken gibt es da auch dafür, 32 sogar. Und freie Erfahrungen, hier gibt es da auch ein paar Flieger. Und am Ende steht dann der schwere Jäger Northrop P-61 Black Widow. Keine Ahnung, ob der was taugt. Gold gibt es ja auch noch, 1500 Premium-Zeit ist dabei, alles mögliche Hangarstellplätze, hier diese Kasernen, Betten in Kasernen, in der Kaserne bräuchte ich jetzt persönlich nicht so wirklich. Und ja, ist eine coole Sache. Auf jeden Fall für 8000 persönliche Punkte im Gefecht gibt es ein Bonbon. Und darüber hinaus gibt es auch noch aktive Boni, die man sich dann halt hier auch noch freischaltet, hier auf Stufe 6. Haben wir zum Beispiel Schild des Geiers plus 10% je Gefecht verdiente Kreditpunkte. Ist eine coole Sache und das gibt es dann halt für alle unterschiedlichen Sachen. Plus 10% Besatzungserfahrung, plus 10% freie Erfahrung, plus 10% Flugzeugerfahrung. Und ja, mal gucken. Das ist auf jeden Fall eine super Motivation, auch mal wieder ein bisschen mehr zu spielen. Wobei, mein Problem war in letzter Zeit halt wirklich, man muss halt erstmal die Zeit haben. Alternativ kann man natürlich das Geld ausgeben und hier draufklicken und erhalten sie alles. Dafür braucht man dann 600 Bonbons für alles und dann gibt es Zertifikate für. Und ich glaube, diese 600 Zertifikate, wenn man sich die alle kaufen würde, die würden irgendwie 90 Euro kosten. Aber gut, das sollte sowieso keiner machen, weil wenn er das wirklich machen wollt, möglichst viel spielen, möglichst viel so erspielen und dann den Rest, um das hier alles voll zu machen. Mal gucken, wie viel das dann noch kostet und ob sich das vielleicht dann noch lohnt, hier bis zum Jäger dann ein paar Euro dafür auszugeben. Gut, ich habe jetzt mir ganz, ganz, ganz viele freie Stellplätze gekauft. Ich habe jetzt wieder 12 frei, dafür ist jetzt mein ganzes Gold weg. Und ich bin jetzt auch Richtung schwere Jäger gegangen, weil bei diesem anderen Event jetzt über die nächsten Tage, über Weihnachten, über Neujahr, ist auch was bei. Da muss man innerhalb von 3 Tagen, glaube ich, 230.000 Schaden an Bodenziehen machen. Und das wird ein bisschen schwierig in der Spitfire, habe ich mir gedacht. Dann habe ich mir jetzt mal hier so ein bisschen, bin ich zu Bowfighter gegangen. Aber ja, mal gucken, wie gut das dann da funktioniert. Und ich würde sagen, wir springen jetzt hier einfach mal in Spitfire 1 und spielen mal eine Runde, auch wenn ich die schon seit Tagen nicht mehr gespielt habe. Ich habe mir halt auch schon hier die andere geholt. Die Spitfire 5 habe ich bisher auch kaum mitgespielt. Und ja, mein großes Problem ist nach wie vor derzeit, es sind die Credits. Es sind wirklich die Credits. Ich habe halt für die Bowfighter auch noch gar kein Zubehör, weil keine Credits. Gut, dann suchen wir mal ein Gefecht, gucken mal rein. Aber vielleicht mache ich es auch so. Es wird sich halt schon anbieten, ne, Lothier zu spielen, weil 8000 Punkte sind da halt. Also kann man eigentlich schon im Schlaf machen. Es sei denn, es läuft richtig blöd, man wird abgeschossen, fliegt dann irgendwo rum, wo es keine Gegner gibt, dann ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber generell sollte das so von Tierstufe 1 bis 4 dann doch machbar sein. Ich weiß jetzt auch nicht, da stand glaube ich auch nicht bei, dass das irgendwie für bestimmte Stufen ist, ne? Wie in anderen Spielen. Ich glaube, das kann man auch auf Stufe 1 dann machen. Aber nun gut, gucken wir erstmal. Sie erreichen ein Gebiet mit Kampfhandlungen. Halten Sie sich bereit. Ich habe ja bisher erst wieder so knapp, ich glaube 10, 11, 12 Stunden gespielt und ich muss sagen, so ab hier Stufe 5 ist das alles schon ein bisschen schwieriger, so ein paar persönliche Punkte zu machen. Da sind 8000 teilweise schon so nicht unmöglich, aber schon schwerer für jemanden, der das eher nicht so viel spielt. Und es ist natürlich auch die Sache, ich muss halt auch sagen, dass mir momentan
schwere Jäger einfach auch besser gefallen, weil die halt sehr viel flexibler sind. Die sind quasi so der Mittelpunkt. Jäger sind das eine Extrem, Bomber sind das andere Extrem und schwere Jäger stehen wirklich so in der Mitte. Und es ist durchaus auch möglich, mit einem Jäger mal so eine Garnison einzunehmen. Ja, klar, dann kriegt man vielleicht auch noch ein bisschen Schaden, wenn es blöd läuft. Oder man schafft es halt gar nicht, aber gerade so andere Punkte oder wo man Bodenziele zerstören muss, da hat man halt echt schlechte Karten. So richtig, richtig schlechte Karten. Und ich halte mich auf, ich musste halt auch sehr viel mehr, ich hab das ja auch schon mal erwähnt, so von wegen schlecht spielen und so, angewöhnen auf den niedrigen Tierstufen. Ich bin mittlerweile auch schon so dabei, dass ich mir das echt angewöhnt habe, so ein bisschen. Dass ich so Sachen mache mit einem Jäger, die ich lieber nicht machen sollte. Ja, aber gut. So, du bist... Das sollte man zum Beispiel nicht machen. Ich würde dir gerne noch einen mitgeben. Dann gibt es zumindest noch mal ein paar Punkte. Okay, also. Da fliege ich jetzt nicht rüber zum Bergwerk, sondern halt in der Mitte. Generell immer gucken, wo die eigenen Leute auch rumkurven. Man ist halt schon bedeutend eingeschränkter. Und dann sind da so Sachen wie, das Gegnerteam ist voll mit spezialisierten Bombern und nimmt ständig irgendwie die Punkte ein und man kommt gar nicht selbst hinterher. Da haben wir eine Bowfighter. Okay, die... Da komme ich halt aber auch nicht hinterher. Naja, du drehst jetzt und du kommst auf mich zu. Oder auch nicht. Er wollte es. Ich glaube, er wollte es. Und generell so Schlachtflugzeuge angehen ist halt, ja, kann man machen, ne? Und wenn die brennen, okay, aber generell schwierig, weil da kommt halt nicht genug Schaden bei rum. Ist halt auch eher so eine Sache für schwere Jäger, aber wenn man merkt, man ist an einem Punkt, wo dann da irgendwie so ein Schlachtflugzeug schaltet und waltet, wie es will, dann ist man halt schon mal gezwungen, dagegen was zu unternehmen, aber das kostet dann halt auch unnötig Zeit. Gut, er nimmt sich jetzt ihn vor oder die nehmen sich ihn vor. Die fliegen auch beide hinter ihnen her, ne? Also ist halt auch super. Das ist ja auch super. Hallo. So. Ich hätte mal in der Mitte bleiben sollen. Verdammt. Verdammt. Ja, gut, ne? Aber wenn ich das jetzt schon wieder so sehe, in der Mitte ist eigentlich keiner so wirklich. Und ja, jetzt alleine gegen drei. Nein. Nein, danke. Und da sind auch noch... Ja, Sechser sind halt auch dabei. Schwierig. Wo kurven denn unsere hier gerade rum? Da kommt jetzt einer... Ich verplemper hier auch gerade nur Zeit ohne Ende. Der Gegner hat unsere Fabrik erobert. Bringen Sie diese... Ach Mann, was... Ich verstehe gerade nicht, was da gerade läuft. Ich würde halt gerne hier in die Mitte fliegen, aber ich glaube, das ist halt auch wieder schon eine extrem schlechte Idee. So, und die Verteidigungsflugzeuge ignorieren wir. Wir haben den vorderen Flugplatz übernommen. Gute Arbeit. Gut, dann haben wir den wieder. Und wie schaut's aus? Irgendwer kann sich mal den schnappen. Ich werde auch nicht mehr... Ja gut, ich habe hin und wieder... Ich bin hinter schweren Jäger hinterhergeflogen und habe versucht, mir die zu krallen. Und das geht. Wenn man nah dran ist, geht's. Aber die sind halt so schnell wieder weg, das weiß ich nicht. Ist halt ein bisschen blöd. Noch blöder wird's, wenn sich halt keiner um die kümmert. Und die halt dann immer da durchzischen und dann einen versuchen zu fokussieren. Und man selbst... ist da quasi auf dem Präsentierteller die ganze Zeit. Oh, hallo. Plus 75. Ja, das hat's auf jeden Fall gebracht. Ja, die kommen da schon wieder an. XP 44. Ja, mag ich auch sehr. Im Gegnerteam. Gut, das war aber auch kein Problem. Bomber sind dann zum Teil halt auch schon sehr problematisch. Gut, wenn man es
man kommt halt schon auf die Höhe so ein bisschen, aber das dauert halt auch alles immer viel zu lange. Plus 75, das ist ja eine extrem magere Ausbeute. Was ist denn da los? Und wir verlieren auch noch. Ja, das ist super. Wobei ich hier halt auch ein bisschen hin und her fliege. Es sind halt auch schon wieder so viele. Ich will da halt auch nicht reinfliegen. Das ist natürlich auch eine schlechte Idee. Bei gewissen Bombern. Dann zeige ich jetzt mal hier alles, was man nicht machen sollte in dem Jäger. Na gut, das war halt ziemlich, ja. So läuft es halt auch ab und zu mal. Ich glaube, Pilot ist jetzt auch noch gar nicht auf... Ich weiß gar nicht, den habe ich auch noch nicht auf 100%. Der hat auch noch keine Punkte in irgendwas. Gut, da sind sie wieder unterwegs. Bowfighter ist halt nicht wirklich ein Ziel für mich, es sei denn, er würde halt schon sehr blöd liegen. Und die anderen müssen wir mal gucken. Weiß auch teilweise nicht, auf wen ich wirklich gehen soll. So, du stehst da in der Luft. Das ist auch mal eine super Aktion, wenn man gar nicht mehr vorwärts kommt. Ist man auch instant tot im Prinzip. 3720, ja. Total. Da haben ja nicht mehr viel bis 8000 gefehlt. Ja gut. Teilweise tue ich mich im Spitfire halt echt ein bisschen schwer, weil ich halt auch noch sehr doofe Sachen mache, die ich mir halt dann auch auf den niedrigen Stufen angewöhnt habe. Obwohl ich gesagt habe, dass man da das nicht machen sollte. Aber ja, was will man machen? So, und ich wäre sehr... Es wäre sehr nett, wenn du das lädst. Danke. Ich hatte auch zwischendurch mal überlegt, ob ich mir dann Lackierung hole. Aber das habe ich jetzt erstmal fallen gelassen. Die waren jetzt, glaube ich... Die waren gestern im Angebot 50% reduziert, aber ja, ich weiß auch noch gar nicht, was ich davon wirklich länger fliegen will. Mal abgesehen hier von der F2A1 und ob ich da jetzt eine Lackierung für brauche, ich weiß ja nicht. Und gerade dann, wenn es halt so blöd läuft, dann wird das halt mit den Credits auch ein bisschen schwierig. Auf Stufe 4 und 3 läuft das wesentlich besser. Gut, mit der F2A1 mache ich teilweise... Schon so 50.000 Credits plus. Ja, also ich muss sowieso die mal ein bisschen mehr spielen und dann mal gucken. Das war jetzt auch einfach nur mal ein klitzekleines Video, um es hier zu zeigen. Feiertagsmanöver ist jetzt gestartet. Für alle, die jetzt vielleicht auch ein bisschen weniger gespielt haben, habe ich jetzt auch nur zufällig erstmal gesehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir. Und ich werde jetzt dann doch mal ein bisschen mehr spielen. Bis bald.